Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf unserem YouTube-Kanal. Ich muss heute nachsitzen, denn mein wundervoller YouTube-Aufnahmeplan vor dem Urlaub hatte leichte Fehler. Es führt dazu, dass ich jetzt nochmal zwei Folgen schnell kurz vor Urlaub aufnehmen muss, damit das alles auch so passt und ihr während meiner 4 Wochen Pause auch weiterhin mit Material versorgt werdet. Aber ich mache es natürlich gerne. Es ist ja nicht so, als ob ich heute hier schon nicht 2 Stunden gesessen hätte, um Anno aufzunehmen. Nein, 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 das ist alles wunderbar, gar kein Problem. Wir befinden uns weiterhin auf dem Weg zum Indigo-Plateau. Ich habe keine Ahnung, welche Route das hier gerade ist. Route 26. Driftlon haben wir da gefangen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Das war, glaube ich, eines der letzten Aktionen in der letzten Folge. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber mit denen allein scheinst du noch nicht zufrieden, dich nicht zufrieden zu geben, was? Wie viel hast du denn, dass du hier rumstehst? Ganz gemeinte Frage. Aber irgendwie sitze ich komisch, oder? Vielleicht habe ich schon wieder das... Blum rückt mich immer um, wenn ich die Kamera verstelle. Das passiert manchmal aus Versehen, wenn man es aus- oder anmacht. Ich habe auch Angst, das Mikrofon zu verstellen, weil es ist mir bei der letzten Aufnahme dann ausgefallen, 5 Minuten lang. Das war vielleicht auch schreckend. Und ich dachte, ich hätte die ganzen 2 Folgen, die ich davor aufgenommen hatte, ohne Ton aufgenommen. Ich hatte kurz einen Mental Breakdown. Das passiert bei mir immer schnell. Ich hatte auch gestern einen, als ich meine neue Visa-Karte ausprobiert habe, die ich für den Auslandsurlaub brauche und dann den PIN aber vergessen hatte. Da hatte ich auch einen kurzen Mental Breakdown. Als dann auf dem Gerät stand, Karte gesperrt, dachte ich jetzt erstmal, jetzt geht's los. Aber es konnte alles konnte behoben werden. Ein Anruf hat geregelt, gar kein Problem und PIN ist jetzt auch bekannt. Aber da war dann auch so, boah. Ich hatte mir die halt irgendwie besorgt, diese Karte, schon im Februar. Ich habe die halt liegen lassen, deswegen habe ich es natürlich vergessen. Es ist so krass. Wenn man sich das nicht sofort irgendwie merkt, dann ist es raus aus dem Kopf. Da du es bis hier geschafft hast, musst du gut sein. Also werde ich auch alles in diesem Kampf geben. Ich habe jetzt übrigens Pokémon Purpur durchgespielt. Ich habe den Abspann gesehen. Ich war ja mittelmäßig, bin immer noch super mittelmäßig, wie alle auch. Aber ich fand es ganz nett, was dann so storytechnisch da gemacht wurde. War okay. Und dann nach dem ganzen Hickhack heißt es, geh nochmal zu allen Arenen und machen wir mal einen Refight. Und da war ich jetzt so, ach, will ich mir das eigentlich antun? So. Weil sagen wir mal, wenn du keinen Nuzlocke spielst und deine Pokémon halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Level drunter sind oder denen, gegen die du kämpfst, es ist nicht so in meinem aktuellen Spielstand. Aber dann kannst du eigentlich so viel mit irgendwelchen Belebern und Hyperheilern und so regeln. Mann, Föhnfrisur, ganz im Ernst, jetzt gibt dir mal Mühe. Also ich hab mich dann halt auch ein bisschen gezwungen. Also ich hätte vielleicht auch nochmal 2 Stunden trainieren können gegen die Top 4. Aber ich dachte mir einfach, nimm genug Items mit und dann passt das. Und so hat es auch gepasst am Ende. Ich hatte durch irgendein Story-Event hatte ich Top-Beleber sehr viele bekommen und dann habe ich die mal rausgeholt. Dieses Cresselia nervt mich jetzt schon wieder. Oh, es ist so, man gewöhnt sich so schnell an so Quality of Life Sachen, dass einem angezeigt wird, welche Attacken effektiv sind und welche nicht. Dass ich jedes Mal wieder hier sitze und mir denke, ach je, denke ich mir. Eigentlich war das voll dumm, Seelenlos rauszutauschen. Und jetzt hat Cresselia total viele Genauigkeitsbuffs und deswegen trifft man jetzt nicht mehr. Oh man. Habe ich wenigstens das Pokémon? Nee, ich habe ein anderes Pokémon eingetauscht. Ich habe ja eins, was dieses Münzding da hat. Cool, wir sind alle paralysiert. Ist ja toll. Große Freude ist in mir. Ich habe nicht mal eine Top-Genesung. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen choppen. Ich habe übrigens richtig Angst vor den Top 4. Das ist ja mein erstes Nuzlocke, wo ich überhaupt so weit gekommen bin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 5 Kämpfe hintereinander zu machen. Muss ich sagen.
Aber ja, im Endeffekt brauchst du dann halt Glück währenddessen, dass du nicht irgendwie drei Giratinas hintereinander triffst. Und dann musst du aber nach jedem Kampf dich immer komplett hochheilen und dann halt hoffen, ne? Das Beste hoffen. Aber ich bin halt auch nicht sicher, ob das dann nicht schon alles Forced Evolution Pokémon sind. Also ich glaube nicht, dass wir da ja dann noch einen Knospi treffen oder so. Das macht er dann eigentlich, wenn die, die nicht entwickelt sind, rausfallen. Die Pokémon machst du den Pool, aus dem du auswählen kannst. Sehr viel kleiner, oder? Ich gucke jetzt wirklich sehr paranoid die ganze Zeit auf diesen Mikrofon. Ausschlaggeber da. Wie heißt das? Balken. Es ist ein Balken. Silver King. Entwickelt sich auch nur durch Tausch, oder? Ich wollte es auch immer haben, aber hatte es nie. Ich finde, eigentlich sind die ganz schön schwach hier, die Trainer. Obwohl es der Bereich vor den Top 4 ist. Ach, es ist Drache Wasser sogar. Tausch mit Drachenhaut, ja. Ich meine, an sich finde ich die Idee ja total toll. Also auch marketingmäßig halt und verkaufszahlenmäßig für das Spiel. Wenn du sagst irgendwie zu deinem Freund, doch, hol's dir mal, ich will mit dir tauschen und so. Ja, keine Ahnung, ist mir egal, dass du keinen Gameboy, DS, was auch immer hast. Kauf's dir halt auch! Ich will ein Seedraking! Oder so. Aber es ist natürlich, solange es noch nicht Internettäusche überall gab, war es sehr schwierig. Es war dann, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich einen Pokédex komplett vervollständigt hatte. Ich glaube, in Schwarz und Weiß oder so, wo das erste Mal dann so mit WLAN auch schon Sachen zu tauschen ging. Wundertäusche sind ja immer sehr gut, um Starter-Pokémon irgendwie zu kriegen. Du suchst doch gerade bestimmt einen Ort, in dem du was machen kannst. Na, liege ich richtig? Nee, ist schon in Ordnung so. Ich freue mich auf die strahlenden Gesichter der Leute, die hier auf dem Weg zur Pokémon-Liga vorbeikommen. So, und jetzt gönnen dein Pokémon-Team mal eine Pause. Vielen Dank. Dankeschön. Ich stürze mich ins Abenteuer. Das kann ich am besten. Stürzen. Wow, wirklich First Step direkt approached. Von einem Kamau. Entschuldigung. Ich habe übrigens seit 3 oder 4 Wochen so Dauerschnupfen irgendwie. So latent. Aber nicht, also nicht Schnupfen, es rotzt einfach. Aber es ist jetzt nicht die Nase verstopft oder so. Es ist richtig weird. Ich glaube, ich brauche mal so einen Allergietest. Sie. Was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Wer sind Sie? Warum steigert Amnesie die Verteidigung? Das macht nicht so viel Sinn, oder? Das muss mir mal jemand erklären von der Lore her. Übrigens, Sedaking ist ein großes Fetzenfisch-ähnliches Pokémon. Was ist denn ein Fetzenfisch? Aus der Familie der Seenadeln. Ich dachte, es ist ein Seepferdchen. Das wäre wohl zu naheliegend. Oh, Machalo, Macholo, wie auch immer. Ich sag immer Macholo. Woher kommt der Name? Manchmal kann man sich daraus erschließen. Namensherkunft. Macho. Und Proll, ne. Na dann ist es Macholo. Unter diesen Umständen erkenne ich an Dragonier noch 4 Level. Das machen wir aber noch vor der Pokémon-Liga. Ich gehe nicht mit einem Dragonier da rein, was nicht mitkämpfen kann. Das mache ich nicht. Warum habe ich es jetzt eigentlich eingesetzt? Weiß ich nicht. Sonderbonbons. Kann man die irgendwo kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Fundorte.
Hard Gold, Soul Silver. Trudelinsel, Pokathlon. Rania City. Was heißt denn Fundort? Ich würde wissen wollen, ob man das da kaufen kann. Ob man es finden kann, ist mir egal. Ein Haus am Ende des Weges. Was ist das denn? Da steht etwas geschrieben. Willst du es lesen? Meine lieben Brüder und Schwestern, Pokémon-Trainer unter die Arme greifen zu dürfen, ist unser ganzer Stolz. Wenn es den Trainer anspricht, geben wir ihm immer gern ein nützliches Item. Gezeichnet Monja. Weiterlesen. Klar. Monja Route 40. Dienstag die Linde Route 29. Heute ist Donnerstag. Mittwoch Mitko See des Zorns. Donnerstag Route 36. 36. Sind es die sieben Zwerge? Wo ist Route 36? Ändert sich das mit jedem Tag oder wie läuft das? Oder ist das dauerhaft? Route 36. Das ist auch ein sehr leichter Weg von Viola City. Aber wir haben ja leider kein Pokémon dabei. Doch, wir haben ein Pokémon dabei, was fliegen kann. Oder? Lugia kann fliegen. Ja. Aber dann holen wir erst das Pokémon Center. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen versprungen. Ich will jetzt so, wie hieß er, Dragobert. Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was für ein Umweg. Think. Weil hier steht, glaube ich, die Verteidigung. Liegt noch was. Ich habe das Gefühl, wo kommen wir da hin? Da waren wir doch schon, oder? Aber wir haben ein Item übersehen. Ich bin unsicher. Da unten? Oh nein, ich hätte das surfen müssen. Ich bin da nicht gesurft. Oh je. Oh je. Ich kann mir aber auch nichts merken, oder? Da. Okay. Alles klar. Miradina, ist klar. Was fangen wir in Driftlon? Also manchmal hat man auch wirklich, weiß ich nicht, Probleme. Schlitzer, wie geil! Pathetic. Es ist krass, wie die Werte einfach sind, oder? Das Pokémon ist wie viel? 24 Level schwächer? Auf uns, als wir. Es ist nicht in seine Urform gewechselt. So, die Frau mit der Heilung war hier oben. Dann mussten wir zu dem Haus. Ich gehe das jetzt nochmal lang. Ist mir egal, ob ihr das wollt oder nicht. Das ist nicht effektiv. Das muss ich mir merken. Das sind so Dinge im Leben, die muss man sich merken. Kampf ist nicht sehr effektiv gegen Gift. Horrorblick. Kann bei so Wander-Pokémon so sehr hilfreich sein. Aber glaube nicht. Quapsel! Long time no see! Nussin. So, jetzt machen wir es richtig. Dim. Wasser. Wir surfen auf Lugia, ne? Ne, auf Dragonier. Das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Egal, wie breit der Rücken ist. Magnetilo. Stahl auch nicht gut, oder? Doch. Genau andersrum. Stahl ist sehr effektiv. Ich mache das jetzt nur schnell, weil ich ja wegen meiner eigenen Dummheit jetzt hier nochmal die Strecke gehen muss.
So, und wenn das jetzt kein wertvolles Item ist. Oh. Der Wachsmolch. Toll. Toll. Ich freue mich. Süße die Freude in meinem Gesicht. Sie ist da. Sie existiert. Donnerwelle. Zielschuss. Zertrümmerer. Die gleich wieder die Frau besuchen. Instant. Hui. Du stehst mir im Weg, du dummer Angler. Ja, das war doch jetzt am Ende gar nicht mehr so wild. Geowanz. Oh, ich suche immer noch nach Quapo. Quapo. Ich habe es wirklich mit schwerem Herzen gehen lassen. Ich will ganz ehrlich sein. Schweren Herzens nur habe ich es gehen lassen. Habe ich ihm das Item abgenommen? Welches Pokémon dreht gerade das Geld-Item? Ich will es mir ansehen. Magnet. Oh, ich sehe das da. Steinrauch. Blinkklaue. Glücksrauch. Ah ja. Das Legendary trägt es. Logisch, oder? Das, was wir am seltensten vorne haben. Eigentlich muss man das Pokémon, was vorne ist, das kriegen. Damit wir auf jeden Fall das Geld kriegen. Das Doppelte. Wir brauchen richtig viele Hypertränke. Und am besten auch ein paar Top-Genesungen. Kann man die überhaupt kaufen? Ich glaube schon. Ich war eigentlich nie so eine Freundin von Top-Genesungen, aber in letzter Zeit immer mehr. Nehmen. Geben. Oh, ich habe 11 Seiten mit größtenteils nutzlosem Scheiß. So, ausgetauscht werden. Jawohl. Gib jetzt Lugia nicht nochmal was Neues. Wie bei Dark Souls, immer erstmal da lang gehen, wo man nicht lang geht. Nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Pokémon ist genau das Gegenteil von Dark Souls. Das ist jetzt vielleicht eine steile These, die man so nicht erwartet hätte. Aber ich würde sagen, es ist genau das Gegenteil. Weil bei Dark Souls musst du nie da lang gehen, wo das Tor, das große Tor ist, sondern immer irgendwie nebenher. Mew! Ein sehr selten angetroffenes Pokémon. Was Bücher kann, was eigentlich nicht gut gegen Feuerwehr ist, ne? Weil Feuerwehr ist auch Typkampf. Und bei Pokémon musst du immer genau da lang gehen, wo der Hauptweg eigentlich ist. Wo Metronom heißt, es setzt irgendwie ein zufälliges Ding ein, oder? Da kann dann auch mal ein Drachenhut dabei sein. Im schlimmsten Fall. Glaube ich. Es gibt so eine Attacke Naturkraft, glaube ich. Die bezieht sich darauf, wo du gerade bist. In der Höhle ist es eine andere Attacke. Flucht! Oh Gott. Ich dachte gerade, er nimmt mir den Zug weg. Muss ich zugeben. Oh, kurzer Schockmoment. Ja, slam ich weg. Gar kein Problem. Direkt weggeslammt. Bronzong! Ja, jetzt ist Feuerwehr nicht mehr so fit. Und wir geben ihm schnell einen Trank. Dann passt das. Musste da jetzt bei meinem Spielstand auch das erste Mal Top-Tränke einsetzen. Weil irgendwie die KP so krass hoch waren, dass es dann den Vortrag nicht mehr gereicht hat. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt mit den zunehmenden Spielen die KP einfach erhöht haben. Beziehungsweise ich bin da jetzt, glaube ich, auch schon mit den Pokémon Level 60. Und das ist eigentlich ziemlich hoch. So ein normales... Mann, könnt ihr mal eure dreckigen Psycho-Attacken alles zu Hause lassen? Ganz im Ernst, geht doch zum Therapeuten.
Ja, Psyche. Warum nicht lachhaft? Lachhaft. Ein Kapi. Tschüss. Ach, ich dachte, es würde jetzt endlich mal klappen. Klappt einfach nicht. Mit dem Level. Sah so wenig nur aus. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Mike. Mein neuer bester Freund. Magpi. Sieht aus, als ob das so einen Schal trägt, ne? Aber es könnte auch der Schatten unterm Hals sein. Was glaubt ihr? Schatten oder Schal? Das neue Spiel. Schatten oder Schal? Lugia hat auch richtig so einen Zahn, wie das so teilweise in Manga und so, wenn jemand irgendwie so einen Zahn, einen Vampirzahn oder so, genauso sehen die aus. Ich möchte das nicht. Ach, Manu, diese blöden Telefonnummern immer. Wenn man jetzt Nein gesagt hätte, hätte man die danach nochmal ansprechen können und dann hätten sie Ja gesagt? Wie sieht das aus? Was glaubt ihr? Ich weiß es nicht. Ich sage immer Ja und ignoriere dann alle. Oder dann können wir auch nochmal zu Kurt fliegen. Wenn wir schon nach Route 36 fliegen, können wir auch zu Kurt fliegen. Und Bella abholen. Hui, hui. Habt ihr eigentlich Bock, dass wir die ganze Kanto-Sache auch noch machen? Wenn wir hier durch sind? Weil eigentlich sind es ja eigentlich zwei Spiele in einem. Soul Silver. Und Heart Gold. Heart Gold. Ich treffe letzte Vorbereitung für die Pokémon-Liga. Punkt. Kein weiteres Kommentar, einfach nur das. Bisa-Knosp. Jetzt haben wir mal den richtigen Counter hier. Da kommen jetzt auch keine Psycho-Attacken, ziemlich sicher. Findet noch jemand, dass die schwach sind? 33, Level 33? Kurz vor der Pokémon-Liga? Ich finde es schwach. Muss ich zugeben. Noch drei Level. Der Countdown läuft. Uelin! Uelin! Ich hätte es auch später austauschen können, dann wäre Feuerwehr vielleicht auch aufgeschrieben. Es tut mir leid, ich kann mich nicht mal damit rausreden, dass es besonders früh ist. Das ist einfach eine generelle Grundmüdigkeit. Arcani! Arcani! So. Also ich weiß schon eigentlich doch ziemlich viele Pokémon. Und welche Typ die sind. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich meine, man lässt geistig ja auch nach Mitte 20 nur nach. Das ist ja bekannt. Man ist ja, sein geistiger Peak ist ja so Mitte 20. Und danach wird es nur noch schlechter. Deswegen bin ich schon froh und glücklich, dass ich mich ab und zu noch erinnere. An einzelne Pokémon. Das ist sehr effektiv, weil mein liebes Sturmauge auch Typ Psycho ist. Ich lese übrigens gerade einen Random Fact bei PokéWiki auf der Startseite. Die Schwächen des Typs Psycho könnten gängige menschliche Ängste symbolisieren. Insekten, Käfer, Geister, Geist-Pokémon und Dunkelheit und Licht. Dann will ich aber Flug noch dazu tun für Höhe. Dann bin ich dabei. Holger! Holger, das ist ja wirklich, also. Du, ich habe gerade irgendwie. Ach, was ist denn das mit diesen Mulchen? Es mulcht, glaube ich. Ich glaube, es mulcht gleich. Oh, da haben wir es dann geschafft. Wir gehen erstmal rein und dann gehen wir runter und dann fliegen wir. Ich habe gegen einen rothaarigen Trainer verloren. Er war irre stark, aber ich hatte den Eindruck, als wollte er um jeden Preis gewinnen. Seine Pokémon, tut mir leid. Wer könnte da wohl gemeint sein? Ich weiß es nicht so genau.
Hunden noch im Starter? Ja, wenn ihr auch nicht stärker werdet, ihr Pokémon, dann werdet ihr auch nie Forst-Evolust. Sagt man so? Ist das Verb? Forst-Evolution? Evolutionieren? Warte mal, bei Digimon heißt es Evolution, bei Pokémon Weiterentwicklung, oder? Wie war das? Razaf. Kampf-Pokémon. Ja, bei Pokémon heißt es einfach nicht, heißt es ja nicht Evolution. Oder? Ich sag das aber immer so. Nee, eigentlich Entwicklung. Entwicklungsstufe, Weiterentwicklung. Wir hatten mal einen Razaf. Lange ist es her. Der Schatten ist witzig. Die Arme haben einfach keinen Schatten. Von Razaf. So, jetzt her mit den Moneten. Sag's doch, Pokémon sind keine Kampfwerkzeuge. Das ist schon das Doppelte. Du kämpfst sehr gut. Würdest du mir nochmal die Ehre erweisen? Ich möchte nicht. Es wäre meine Freude. Seht ihr die Freude in diesem Gesicht? Das ist mir auch eine unglaubliche Freude. Glaubt ihr, Flori kommt jetzt nochmal auf uns zu? Ich könnte mir vorstellen, dass er uns jetzt so andotzt. Unschätzbarer Lebenspartner. Hier dürfen nur Trainer, die sich jetzt würdig erwiesen haben, passieren. Oh, das sind ja alle 8 Ohren von Johto. Hier, bitte, du darfst durch. Da nicht? Ein Augenblick! Dieser Weg führt zum Silberberg. Hier werden dir beängstigend starke Pokémon begegnen. Du solltest umkehren, solange du noch kannst. Und hier? Ein Augenblick! Hier lang geht's nach Kanto. Aber dieser Weg, den kannst du im Augenblick nicht nehmen. Keine Begründung? Einfach so? Ich kann ihn einfach nicht nehmen? Keine Begründung? Wie jetzt nochmal die Siegestraße? Nee, oder? Oh, ich dachte, wir wären jetzt schon da. Oh, Siegestraße, da können wir ein Pokémon fangen. Ich trage ein. Siegestraße. Strasse mit Axong de Gü. Oh, und da braucht man immer alle VMs, ne? Oh. Ist das dein fucking Ernst-Spiel? Ist das dein fucking Ernst? Kann ich das auslassen? Ich hätte nie Elevoltec bekommen können. Weil das ein Tausch-Pokémon ist. Mann. Ist doch kacke. Bin ich nicht gut. Warum ist das auch noch so stark? Das finde ich nicht gut. Nicht chill. Nee, ich muss es ja fangen. Wenn da kein Pokéball ist, ist da kein Pokéball. Die Regel gilt nur, wenn da ein Pokéball ist. Und ich weiß, das ist super fies, weil ich Elevoltec gar nicht... Normalerweise, wenn es ein normales Entwicklungs-Pokémon gewesen wäre, hätten wir das ja irgendwann bekommen. Aber da das jetzt leider sich halt nicht einfach so weiterentwickelt, haben wir es halt nicht bekommen. Und hey, sollte irgendwann mal unsere Föhnfrisur von uns gehen, haben wir einen Ersatz. Elevoltec. Aber mit wenig Freude. Bei voller Ladung zucken feurige blassweiße Funken zwischen seinen zwei Hörnern hin und her. Da. Die sind da oben, aber das sind nicht die hier, ne? Sondern die da hinten, das sind die da auf dem Kopf, so wie bei mir. Na, dann haben wir jetzt... Eigentlich sieht er auch so ein bisschen danach aus. Dann haben wir jetzt den Spitznamen. Husch. Hell. Es ist ein Puschel. Elevoltec ist notiert. Oh, ich habe wahrscheinlich nicht mal jemanden, der stärken kann, oder? Bin echt nicht happy mit der ganzen Geschichte.
zum Glück. Na, ein Glück. Dann können wir in der nächsten Folge uns hier durchschlagen. Mit maximaler Motivation. Yay. Ich bedanke mich trotzdem herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben nach da, wenn es so war. Abonniert den Kanal, dann seht ihr mal, wenn eine neue Folge online geht. Pokémon gibt es immer Dienstag, Donnerstag um 17 Uhr. Und schaut sehr gerne bei Twitch vorbei, twitch.tv/fantastictv. Da gibt es den Live-Content von mir. Wenn ihr diese Folge seht, bin ich dann auch aus dem Urlaub schon wieder zurück. Das heißt, dann werdet ihr mich auch sehen auf dem Kanal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!